So, wir hören gerade, der Peter Kaiser ist live vor dem Mikrofon von der Dunja. Schaut mal kurz dorthin, das ist spannend. Wagner stellt sich der Vertrauensfrage, wie beurteilen Sie das? Das ist der Wunsch der Parteivorsitzenden nach einer wahrscheinlich sehr, sehr turbulenten Zeit, wie sie auch empfunden hat und eingebettet in einen Bereich von inhaltlichen Äußerungen, die sie auch dargestellt hat, ist es ihr Recht, das zu machen. Diesen Wunsch haben wir dann auch entsprochen. Wie beurteilen Sie den Zeitpunkt? Der Zeitpunkt ist auf der Hand gelegen, nämlich dadurch, dass wir in der letzten Bundesparteivorstandssitzung beschlossen haben, die Mitgliederbefragung durchzuführen, ist es jetzt logisch gewesen, dass wir in der darauffolgenden Sitzung Inhalte und das letztendlich auch heute vorlegen und dann diskutieren und beschließen. Das ist geschehen. Wir sind jetzt live, noch vielleicht noch einmal kurz die Frage, wie beurteilen Sie, dass Pamela Rendi-Wagner, die SPÖ-Vorsitzende, sich jetzt nun der Vertrauensfrage stellt? Ich denke, dass das Resultat der sehr, sehr turbulenten letzten Monate ist und dass Rendi-Wagner, nachdem sie auch sehr, sehr viel an inhaltlichen Bereichen jetzt mit eingebracht haben, diese Frage von sich auch wünscht und dem hat der Parteiverstand entsprochen. Sie werden sie unterstützen? Ich werde genauso wie alle anderen Mitglieder an der Befragung teilnehmen und meine Unterstützung für sie war immer klar. Wie beurteilen Sie den Zeitpunkt? Der Zeitpunkt ist ein logischer gewesen, der sich ab dem Ablauf der Sitzungen ergeben hat. Ob es jetzt notwendig ist, alle Fragen zu diesem Zeitpunkt bereits heute so zu formulieren, ist eine Entscheidung gewesen, die vorgelegt wurde. Wir haben sie dann akzeptiert. Wird das Präsidium diese Frage aufgenommen? Es hat Debatten gegeben, aber die Debatten sind notwendig, weil wir sind eine offene Partei und sagen intern, was wir uns denken. Dankeschön. Das heißt? Das habe ich Ihnen gerade jetzt erörtert. Also es war nicht nur Zuspruch zu dieser Vertrauensfrage, der sich die Parteivorsitzende jetzt stellen möchte? Es war eine Diskussion und Diskussionen haben immer für und wieder. Aber Sie unterstützen sie? Ich unterstütze sie. Pamela Rendi-Wagner ist die Richtige für die SPÖ? Ich habe Ihnen das jetzt bereits gesagt, Sie können mich jetzt mit 13 verschiedenen Fragestellungen noch quälen, aber ich habe Sie in der Vergangenheit unterstützt, weil ich Sie für nach vorne orientiert und die Sozialdemokratie wichtig achte. Sie ist ja die erste Frau an der Spitze und wir werden jetzt sehen, wie die Mitglieder das bewerten. Der Vorstand tagt noch, wie lange noch? Vorstand ist bereits aus. Sie sind schon bei der Pressekonferenz, die Sie hoffentlich nicht versäumen wegen mir.